So, herzlich willkommen zurück zu Extermination Day. Ja, der letzten Folge ist ein bisschen Zeit vergangen, meinerseits. Um genau zu sein, 18 Stunden? Oh, doch, könnte ungefähr hinkommen. Naja, irgendwie so. Ist aber auch egal. Wir machen auf jeden Fall trotzdem weiter bei Level 3. Level 3, was war das denn für ein Level? Wenn wir das gleich sowieso sehen, aber wir müssen schon mal seelisch und moralisch drauf vorbereiten. Auf die Schmach des Jahrhunderts. Habe ich gerade echt einen Lag? Doch schon Community Center? Ich dachte, das kommt erst noch. Später. Lol. Na cool, dann kommt jetzt noch ein relativ cooles Level. Ach nee, das Level. Oh. Also doch ein scheiß Level. Na gut. Naja. Sehr schön. So. Die Fliegen sind lauter als diese Durchsage da. Ist ja. Macht gut Damage. Dankeschön. Ganz ehrlich, nein. Wow. Oh. Okay, bei Schrotflintenmunition angeht, sind wir mittlerweile scheinbar voll. Wir können sowieso mal gucken, von was haben wir jetzt gerade wie viel Munition. Eine Waffe für Slot 4 haben wir gar keine. Okay. Für Slot 2 haben wir zwei Waffen. Keine einzige Waffe für Slot 4 ist natürlich ein bisschen traurig. Aber immerhin haben wir hier ein bisschen. Wir haben aber zum Beispiel noch keine Silencer-Waffe, ne? Das ist natürlich schade. Aua, fuck. Was zur Hölle? Ja. Diggi, was ist los hier? Oh mein Gott. Wir werden sterben. Oder wir sind gerade gestorben. Och nö, ne, ist das nicht dein Ernst? Ist doch nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst. So. Digga, warum überlebt er jetzt die ganze Zeit hier? Geht doch. Meine Güte, hier ist ja. Nein, ich wollte das da. Okay.
Hallo? Wo bist du? Ist ja auch egal. Was? Oh! Unsere erste SWAT-4-Waffe. Sehr schön. Nein, ich wollte dich da. Hallo? Ach da! Ist er weg. Ach komm. Konnichiwa? Okay, ich dachte der Imp hat überlebt. War gerade im ersten Moment so aus, als wenn der Imp einfach weggeflogen wäre, aber er ist tatsächlich doch auch mitgestorben. Das ist sehr beruhigend. Also finde ich doch sehr ermunternd. Okay, dann versuchen wir jetzt mal irgendwie da hinten die Tür da zu öffnen. Ich weiß nur noch nicht mit. Ging das mit der Granate? Ja. Sehr gut. Weil mit normalen Schusswaffen geht es ja leider nicht, egal wie stark die sind. Selbst mit der Minigun kriegst du die nicht auf. Also, irgendwas läuft da schief im Leben. Nee. What the fuck? War. Da hab ich gerade die Wand getroffen. LOL. So. Oh, Health Pack. Sehr nett. Das hilft mir sehr. Ich bin gekommen. Was? Hilfe. Hilfe. Danke. Diese PCs immer, dass immer alles kaputt gehen muss. Warum mit die überhaupt noch mit Rollenbildschirm, Alter? Ist doch so 1993. Ich meine, von wann ist denn die Map? Aus den 70ern oder was? So, alle kaputt. Ah ne, dann sind wir zwei. Lass es nur durch hier. Sehr schön. So ein bisschen. Oh. Oh, was bist du denn hier? So. Ja, ich mach das alles zum guten Zweck. Stromverbrauch senken. Achso, halt. Von da hinten kommen wahrscheinlich noch welche. Da waren ja so eine komische Kackdinger. Gut, getroffen. Bin ich voll in Ordnung. So, das Ding war in einem anderen Raum. Einfach mal ein bisschen gegenlaufen und alles geht direkt kaputt. Vor allem schön, dass so ein Röhrenfernseher, ja, der ja quasi, ne,
A, super dickes Glas hat und B, super Vakuum hat. Einfach mal klingt wie so eine super dünne, weiß nicht, Quarzglasscheibe oder sowas. Also etwas hauchdünnes, was einfach direkt beim Bing diesen extrem hohen Ton verursacht. Ich meine, jeder, der schon mal ein Fernsehen zerschlagen hat, weiß, wie das klingt. Und das klingt alles andere, als so wie das da klingt. Also, ja. Nein. Aua! Überlebt schon wieder jemand? Konnichiwa. Hä? Geht doch. Ansonsten nichts mehr zu machen. Sehr schön. Ich hätte gerne mal einen Revolver. So. Sehr schön. Was zur Hölle? Ach komm, erledigen wir den hinten erstmal. Auch wenn ich ihn hinten überhaupt nicht sehe. Alter. Ist der gerade gestorben? Ja! Sehr nice. Oh doch, die Waffe hat echt gut Wumms. Hallo? Digga, wieso kannst du so weit schießen? Was bist du denn für ein Hurensohn? Oh. Hätten wir das auch mal geklärt? So, dann ist noch einer. Ich dachte echt immer da hinten sind vier, aber das sind ja doch nur drei. Nein! Ja, nach rechts ausweichen geht nicht, wenn da Felsen ist, und links ausweichen sind wir runtergefallen. Das ist gerade natürlich wieder richtig schon umgelaufen. Okay. Och nö, jetzt ist aber gut hier. Muss ich jetzt schon wieder alle 5 Sekunden speichern hier? Wahrscheinlich ja. Hä? Jetzt. Haben wir die noch gar nicht erledigt gehabt? Also nach dem Speichern, meine ich jetzt? Vor dem Speichern? Nö, haben wir noch nicht. Lol. So, komme ich irgendwie lang? Nee, ne? Nö. Ich kann also nur auf ihn warten. Ah, mach hinne. Oder ich gehe erstmal hinten rein. Gut, die Waffe haben wir leider schon. Ich meine, ganz ehrlich, solange wir eh keine bessere finden, können wir die eigentlich auch behalten? Fragezeichen. Wie gehen denn die Stats aus? Ich meine, ja. Weißt du? Ich weiß gar nicht. Hallo? Das da. Geht das? Nee. Die hat halt so überhaupt keinen Vorteil. Ich meine, die ist halt relativ gut. Die hat nicht wirklich Vorteile der anderen gegenüber. Da warte ich lieber auf die Silencer-Waffe. Die kann weg. Bisschen kann man die gleich auch umrüsten. Ne, genau. Die hat keinen Silencer-Mode. Gut, da kommen wir nicht runter. Das heißt, wir müssen hier unten runter. Tappel. Ach, leck mich doch. So, was war da hinten? Oh, Inventar 2. Was wäre das denn für eine?
Das ist die Waffe, die ich immer gesucht habe. Das ist die, die Pistolmunition verschießt. Ne? Das heißt, das können wir die endgültig wegwerfen und dafür dann warten, dass wir endlich mal einen Revolver bekommen. Und haben dann quasi, ne, können die Pistolmunition auch mit einer klassischen Waffe benutzen. Nice. Dann haben wir quasi drei Primärwaffen mit drei verschiedenen Munitionsquellen. Einmal die Waffe und einmal die Waffe. Und jeder hat seine eigene Munition. Würde zwar in der Realität keinen Sinn machen, da es hier aber pro Munitionsschubfach quasi ein Limit gibt, macht das hier in Game schon Sinn. Denke ich einfach mal. Was? Warum seid ihr schon aktiv? Okay, dann muss ich mich erst noch drum kümmern. Gut. Jetzt war das Problem schon mal erledigt. Sehr schön. So. Sehr gut. Wo kommst du denn her? Ich sehe halt gerade einen Scheiß, Alter. Ich hätte mal doch erstmal mein Gamma-Wert hochdrehen sollen. Da ist was trinken oder auch nicht. Na komm. Gehen wir mal zum nächsten Raum. Was? Ja, noch. Achso, wow. Wir waren noch gar nicht in dem. Wir haben noch gar nicht die Typen da erledigt. Doch, aber. Wo? Da lang. Alter, stopp mal, aus Ende. Ich muss das. Da krieg ich ja Kopfschmerzen. Danke. Ich sollte mal auch mal mein Bildschirm wieder sauber machen. So, Dankeschön. Oh. Dankeschön. Dankeschön. Noch was, was irgendwie. Ne? Da hinten weg, Medikit, aber da haben wir bereits. Sehr schön. Jo. Guck mal, da ist auch noch Munition. Dankeschön. So. Immer diese Waffen, mit denen man vorsichtig sein muss, weil die so viel Wumms haben. Oh. Haben wir die nicht? Hä? Ah, okay. Was bist denn du für eine? Oh, eine gute Sniper. Brauchen wir eigentlich nicht, weil wir später für Slot 8 Sniper-Waffen bekommen. Ah ja, Quatsch, für Slot 7 meine ich doch. Aber wir haben halt noch keine, von daher wäre es vielleicht doch jetzt gerade erstmal vorteilhaft, eine zu haben. Andererseits eigentlich nicht. Ja. Nutzt ihr eigentlich andere Munition oder nutzt ihr die gleiche Munition? Die nutzt echt die gleiche Munition. LOL. Es ist wirklich einfach nur eine normale Waffe mit einem Sniper-Scope um drauf geklatscht dabei. So, genau. Oh, da haben wir schon mal.
eine Slot 7 Waffe. So, jetzt wird es ein bisschen haarig. Habe ich gehört. Da gibt es viele Waffen rum. Irgendwas, was wir rauchen können? Nee, ne? Moment mal, was? Achso, du bist die hier vorne, die brauchen wir definitiv nicht. Du. Oh, Pistolmunition. Oh, leck mich doch. Das war ja wieder klar. Der Imp direkt dahinter. Ach komm. Das war wieder so typisch. Ach komm. Das war wieder so typisch. Hallo, bitte Waffe wechseln. Danke. So. Wo war ich jetzt gerade? Achso, genau, bei Waffe durchsuchen. Was gibt's hier denn so ein Sonderangebot? Aber es sind zwei, haben wir eigentlich schon alle Waffen, die wir haben wollen. Ja genau, das ist alles, das ist nur Quatsch. So. Das ist alles nur Quatsch, was hier rumliegt. Okay. Weiter geht's. Jetzt kommt der Blauraum. Der war da. Nee, wo war denn der? Ach, hier, da. Ach Gott, das ist ja darum mit den Lost Souls. Ach man, ich hasse dieses Level. Also diese Lost Souls, Abteilung da, das Ding da. Was nehmen wir da am dümmsten? Eine Pistole? Wäre das sinnvoll? Nee, ne, da sind wir viel zu langsam. Ich könnte natürlich auch... Was? Ich wollte gerade die Tür aufmachen, Granate reinwerfen und die Tür wieder zumachen, aber das ist so eine Tür, die kann man nur aufmachen, aber nicht wieder zumachen. Das ist ja Bullshit. Ja, super. Ja. Nein! Hä? Diggi! Ich habe gerade locker dein Ohr getroffen. Ja, kann ich vergessen. Kann ich so machen hier? Ja, das geht. Ah. Oh, Alter. Ah, so geht's sogar relativ simpel. Easy. Ah, keine gute Idee. So geht's viel einfacher. Ach ja. Also siehst du, ich kann ja eigentlich hier mal, lohnt sich eigentlich fast gar nicht. Bei der lohnt sich das schon eher. Weil die Waffe kommt früher oder später sowieso weg. Mach ich hier gerade, das wollte ich. Wenn wir irgendwann mal den Revolver hier finden sollten. Munition dafür finden wir schon überall, aber ne? La Munition ohne Waffe bringt leider genau gar nichts. So. Was hatten wir? Lalalala.
So, dann eigentlich bloß noch Munition aufsammeln und dann können wir eigentlich zum Ziel. Haben wir noch so Munition rumliegen? Ja, die ist ja überall noch. Hallo? Das ist ja quasi ein Traum. So, sollte aber reichen. Naja, kommt mal raus. Ja. Ah ja, tschüss. So, damit haben wir das Level schon mal erfolgreich geschafft. Schnauze. Dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Ah, das ist das schöne Level hier. Ja, sehr schön. Bis dann.